Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und Part 2 der 250 Millionen Download Celebration hat nun angefangen, sowohl im globalen als auch im japanischen Dokkan Battle. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen dazu heute ansehen. Das Ganze nennt sich Worldwide Celebration Special Campaign. Wir fangen sofort an mit den Informationen, denn es kamen neue Events rein, die wir uns auf jeden Fall genauer ansehen werden. Nun, unter anderem, wenn ihr euch einloggt in das Spiel, bekommt ihr einen neuen Trailer zu sehen, den könnt ihr euch gerne mal ansehen und einen neuen Startbildschirm, ist auf jeden Fall echt nice, ist zu Ehren quasi für alle Goku und Freezer, die online kommen werden. Auf der anderen Stelle gibt es eine neue Koop-Challenge, eine neue Koop-Dokkan Supreme Challenge Battle nennt sich das Ganze. Was ist das? Nun, in Part 1 war das ja so, da haben wir JP vs. Global einen Wettbewerb gehabt, gegeneinander gekämpft. Nun müssen wir gemeinsam kämpfen, will ich mal sagen, gemeinsam miteinander arbeiten, damit wir da verschiedene Missionen bewältigen und auch unter anderem die 7 Super Dragon Balls einsammeln. Aber ich sage es euch jetzt schon mal, diese 7 Super Dragon Balls werden nicht die Purunga sein, dass wir dann im Endeffekt den Super Shenlong Sarama beschwören werden. Nämlich, dass das Ganze ein bisschen anders verlaufen, dass es mehr oder weniger ein Platzhalter sein für einen Checkpoint, wenn wir eine Mission erreicht haben. Was ich genau damit meine, werdet ihr dann später sehen und beziehungsweise dann auf jeden Fall verstehen, wenn wir uns die Informationen dazu genauer ansehen werden. Gleich im Video natürlich. Das Extreme Sea Battle von Jiren ist online, wir schauen uns die Information auch gleich genauer an, ist aber ähnlich wie das von Dragon Ball Super Broly, er ist nur ein Gegner, es gibt keinen Jiren, keinen neuen Jiren, den wir mit Awakening Medaillen erwecken können, Extreme Sea aber ihn können, heißt aus diesem Extreme Sea Battle bekommen wir keine Extreme Sea Medaillen, bekommen auch keine Stones pro Stage, bekommen aber verschiedene Preise, das gucken wir uns gleich näher an. Dann haben wir ganz wichtig neue Special Missionen, gucken wir uns auch genau an, ist online ein neues Special Event, in dem wir die Karte Trunks, Goten und Maron, das ist aber nur eine Karte, nicht drei verschiedene, eine Karte, in dem wir die Free-to-Play auf 100% bringen können, erfarmen können, wirklich ähnlich wie Piccolo, der noch online ist. Auf der anderen Stelle haben wir ein paar zwei Special Missions, neue, die hinzugekommen sind. Schauen wir uns gleich näher an. Ein Dragonstone Sale ist ebenso online, könnt ihr euch gerne mal abchecken. Eine neue Facebook-Kampagne wird starten ab dem 17.-18. September eventuell bei uns. Und dann zum Legendary Banner. Das Banner von Goku und Freezer, von alle Goku und Freezer ist noch nicht online, Freunde, indem ich das Ganze hier drehe. Ich habe in dem Video gesagt, frühestens 13.09. 7 Uhr. Spätestens habe ich dann korrigiert, 14. September. Warum? Denn wir haben hier keine aktuelle Uhrzeit, hier steht dran, der 13.09. Natürlich ist das PCT, also PST, amerikanische Zeit. Heißt, es kann in den nächsten 24 Stunden passieren, bis das Ganze online kommt, weil wir keine genauen Uhrzeiten haben. Müsst ihr das Ganze abwarten. In den nächsten 24 Stunden werden wir auf jeden Fall schlauer sein. Wenn das Ganze online kommt, werden wir es dann in dem Zeitraum auf jeden Fall noch streamen. Haltet auf jeden Fall ein Auge auf und auf meine Social Media Kanäle. Die Links sind in der Beschreibung, dann gehen wir da quasi ein paar Stunden nach Release des Banners, je nachdem wann das online kommt, online mit einem Stream summon. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen, damit ihr nichts verpasst an der Stelle, meine Freunde. Apropos Stream, Boss Rush 6 ist nun online auf der Stage 6. Kämpft ihr gegen Super Saiyan 3, Bardock, Hildegard, Tech Vegito Blue, Rosé und Ele Gogeta. Wenn ihr das schafft, gibt es einmalig 35 Stones. Wir werden das heute auch streamen, heute Abend ab 18 Uhr auf Twitch, wenn da nichts dazwischen kommt, wenn das Banner nicht droppt oder so, dann sind wir ab 18 Uhr mit Boss Rush online auf jeden Fall. Schaut in den Streamplan in der Beschreibung und schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Zeit habt heute. Dann sind die Tournament of Power Story Events online, ja, wenn ich das so sagen darf. Wir haben unter anderem das Event, das erste mit Ui Goku, da könnt ihr euch unter anderem Ui Goku SAR farmen oder Ui Goku den Free-to-Play und, könnt euch gerne abchecken. Die Medaillen zu Kalifla und Kale sind online. Und zu Kefler ebenso, das ist mit diesem Story-Event hier online gekommen wieder. Diejenigen, die sich gefragt haben, wann kommt das Ganze online, ist online gekommen. Könnt euch gerne mal abchecken, eure Charaktere awaken. Wir haben ein neues Story-Event, das letzte Story-Event zum Tournament of Power, gucken wir uns genau an. Und das Universum 6 Saga-Event ist ebenso online. Zudem wird es ab dem 15. September ab 8 Uhr morgens einen Elder Kai Summon geben. 25 Drank Zones ergeben hier an der Stelle 5 Elder Kai, könnt ihr das summon, je nachdem, ob ihr Bock und Lust dazu habt. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal die ganzen Sachen genauer an. Nämlich zu dem Koop Challenge finde ich echt cool, dass wir zusammenarbeiten, ist quasi mehr oder weniger ein Raid. Und zwar, wir bekommen sehr viele Sachen, wenn wir die Sachen bewältigen. Und hier sammeln wir auch die Dragon Balls ein. Wir bekommen sie, wie gesagt, nicht wie auf Purunga, können im Endeffekt kein Sarama beschwören. Aber ihr seht es schon, was ich meinte mit, wenn wir diese verschiedenen Checkpoints erreichen, die Quests erreichen, dann bekommen wir quasi hier visuell gesehen den Dragon Ball und dann auch die Rewards dazu. Was müssen wir aber machen, Freunde? Gucken wir uns mal das Ganze genauer an. Nämlich die ersten 4 Dragon Balls bekommen wir, indem wir im Extreme Sea Battle gegen Jiren kämpfen. Wenn wir
Jidens HP auf 0 setzen, also ihn besiegen. Wenn die alle Spieler aus Global und JP, er hat hier momentan 30 Millionen HP. Wenn wir das auf 0 setzen, bekommen wir Preise. So läuft das mit dem Koop-Challenge, Freunde. Ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Finde ich echt cool auf jeden Fall an der Stelle. Gab es noch nie so. Ist eine frische Abwechslung. Und zwar, wenn wir hier quasi den Raid-Boss Jiren, ist auch ein Raid hier an der Stelle, finde ich echt cool. Wenn wir den Raid-Boss Jirens HP auf 75% bringen, bekommen wir 5 Drank Zones, 3 Grand Kais jeden Typus. Wenn wir es auf 50% setzen, 5 Drank Zones, 3 Grand Kais jedes Typus. Auf 25%, also geringer 25% oder drunter, bekommen wir 5 weitere Drank Zones und 3 Grand Kais. Und wenn wir dann ihn besiegen, seine HP auf 0 ist, bekommen wir 10 Drank Zones und 77 Incredible Gems. Und zwar steht er dann immer dran, das wird immer geupdatet, aktualisiert. Momentan hat er noch 30 Millionen HP, seine volle HP. Je öfter und mehr wir die Events machen oder seine HP senken, desto quasi, ja, geringer wird seine HP in dem Fall. Und das Ganze wird aktualisiert. Und wenn wir ihn quasi vollends besiegt haben, bekommen wir die ersten 4 Dragon Balls. Die anderen bekommen wir folgendermaßen. Wenn wir insgesamt bei der Version 8,5 Millionen Mal diese neue Free-to-Play-Karte einsammeln von Trunks, Goten und Maron, ist wie gesagt nur eine. Dann bekommen wir wieder 5 Dragonstones, 3 Grand Kais jeden Typus. Hier steht dann auch dran, ja, der aktuelle Status, wie weit wir mit der Mission vorangeschritten sind. Ansonsten, wenn wir 200.000 auf 100% bringen von denen, bekommen wir weitere 5 Dragonstones, 3 Grand Kais jeden Typus. Unser letzten Dragonstone bekommen wir an der Stelle, wenn wir insgesamt 100 Millionen Stages bewältigen, egal ob aus Quests oder Events, dann bekommen wir letztlich 5 weitere Dragonstones und 30 Charakter-Slots. Im Endeffekt, Freunde, müssen wir gemeinsam arbeiten, damit wir die ganzen Sachen hier bekommen. Wie gesagt, diese Dragon Mods sind nur visuell als Checkpoint, aber wir bekommen davon bis zu 40 Dragonstones, wenn ich mich nicht verzählt habe. Grand Kais und Incredible Gems kann man auf jeden Fall mitnehmen. Finde ich cool, ist eine nette Abwechslung. Ganz wichtig für euch ist das hier. Ab heute für die nächsten 7 Tage könnt ihr euch täglich bis zu 10 Dragonstones erfarmen. In den 7 Tagen sind das dann 70 Dragonstones. Also macht das doch bitte ab heute, Freunde. Für die nächsten 7 Tage müsst ihr täglich 20 Stamina verbrauchen. Bekommt ihr 2 Dragonstones, 1 Extreme Sea Battle Stage machen, 2 weitere, 3 Extreme Sea Battle Stages, nochmal 2 Stones, 5 Extreme Sea Battle Stages, nochmal 2 Stones und dann ein Charakter trainieren daily, nochmal 2 Stones. Ich habe, glaube ich, gerade vorhin 5 Stones gesagt, aber ihr bekommt für alles, was ihr gerade gemacht habt, 2 Stones, im Endeffekt 10 Stones pro Tag für die nächsten 7 Tage, Freunde, sind 70 Dragonstones, wie gesagt, macht das bitte. Dann zum Extreme Sea Battle selbst von Jiren. Das Extreme Sea Battle selbst, ist selbst nur der Gegner, wie gesagt, es gibt keine Medaille, in der wir irgendeinen Jiren erwecken können. Die Kategorie Representatives of Universe 7 ist sehr effektiv gegen ihn, das ist die neue Kategorie, die ist auch schon online im Spiel. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Von Level 1 bis 50 bekommen wir Potential Orbs jeden Typus. Von Level 51 bis 100 gibt es SR Sleeping Kais. Das sind die Elder Kai, die eine 30%ige Chance geben, um die SA des eigenen Charakters zu erhöhen. Und ab Level 100 gibt es diese Wasserflaschen, die Training-Items. Also bis dahin müssen wir eigentlich nicht viel machen. Es gibt, wie gesagt, keine Stones pro Stage. Es gibt diese Preise, aber durch die Mission gibt es Stones. Wenn ihr quasi Stage Level 50 oder drüber einmalig, also eine Stage von Level 50 oder drüber schafft und Level 100 oder drüber, bekommt ihr je 2 Stones sollten das sein, beziehungsweise, nee, einmal 3, einmal 2, insgesamt 5. Dann, wenn ihr noch eine Stage unter 2 Minuten 50 schafft, ab Level 25 und höher, bekommt ihr dann weitere Stones. Also aus der Mission insgesamt bekommt ihr 7 Stones hier. Ansonsten gucken wir uns mal das neue Special Event an. Das ist, wie gesagt, ein Free-to-Play-Charakter, den können wir Free-to-Play aus der Stage, es ist eine Stage, durch die eigenen Orbs auf 100% bringen. Und zwar, wie folgt ihr das Ganze ab? Die Stage sieht folgendermaßen aus, wenn ihr die Stage betretet, kommt ihr auf einen Nimbus, auf einen Flying Nimbus, auf eine Nimbuswolke, auf Jindu Jun und dort kommt ihr dann zufällig entweder nach oben links sieht das dann folgendermaßen aus, wenn ihr nach links kommt, könnt ihr da S-Orbs einsammeln, in der Mitte M-Orbs, rechts L-Orbs und da ist noch ein Fragezeichen-Feld auf der linken Seite, da kommen dann vermehrt Orbs, droppen vermehrt Orbs, wenn ihr dann nach rechts kommt, also das ist wie gesagt zufällig, ihr betretet die Stage, kommt entweder nach links oder wie gesagt nach rechts, dann läuft das genau auch so ab. Links gibt es die S-Orbs, in der Mitte die M-Orbs, rechts die L-Orbs. Ansonsten, wenn ihr den Gegner besiegt, habt ihr die Chance, dass der neue Charakter droppt. Wie viele Orbs braucht ihr im Endeffekt, um sie auf 100% zu bringen? Nämlich 6390 S-Orbs, 3480 M-Orbs und 336 M-Orbs. Um die beiden Charaktere zu awaken, braucht ihr jeweils 5 Medaillen von Trunks, Goten und Maron. Woher bekommt ihr die ganzen Medaillen? Aus den Missionen. Aus den Missionen bekommt ihr auch weitere von den Charakteren. Ist wirklich ähnlich wie das von
Piccolo oder auch wie an sich bei solchen Free-to-Play-Charakteren, die man auf 100% bringen kann. Nämlich, wenn ihr die Dupe-Pfade öffnet, bekommt ihr bis zu 4 Stück. Wenn ihr sie auf 100% bringt komplett, bekommt ihr 8 Stück von ihnen, bekommt ihr jeweils eine Reverse-Medaille, eine Elderkai-Medaille. Das sind diese 10%-Steps im Dupe-System. Ihr wisst, wie das Ganze läuft, Freunde. Macht das auf jeden Fall, so könnt ihr sie auf SA10 bringen und dann sie quasi awaken. Die Medaillen bekommt ihr auch aus dem Mission, wenn ihr die Stage bis zu 25 Mal schafft, wie das hier gelistet ist. Und wenn ihr die Stage 30 Mal schafft, bekommt ihr 3 Dragonstones. Ansonsten, was gibt es hier noch zu den beiden Boys zu sagen und dem Girl? Eigentlich nicht viel, das sind alle Informationen dazu. Ist wie gesagt ähnlich wie das von Piccolo. Holt sich auf jeden Fall, sie gehören zu der Challenge. Und dann seid ihr doch auf jeden Fall gut gedeckt an der Stelle, wenn ihr das Ganze macht. Und zwar haben wir dann noch Special Mission Part 2. Da kamen neue Part 2 Missionen hinzu. Die würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen zu machen. Denn, wenn wir uns das Ganze mal näher ansehen, diese Daily Missionen von Mutant Roshi sind immer noch gleich geblieben. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, die Daily machen. Was aber jetzt interessant ist, ist, die Part 1 Missionen sind immer noch gleich geblieben. Part 2 kam, wie gesagt, hinzu. Was müsst ihr bei Part 2 machen? Ihr müsst eine Stage unter bestimmten Bedingungen bewältigen. Was sind diese bestimmten Bedingungen? Ihr müsst quasi nur einen Charakter von dem Universe Survival Saga haben, der Kategorie in eurem Team, damit eine Stage machen. Dann bekommt ihr Nummer 18. Nummer 19 müsst ihr einen Charakter-Token erwecken, bekommt ihr 2 Reverse-Medaillen. Nummer 20 müsst ihr 25 Knoten im Hidden Potential System öffnen. Dann bekommt ihr quasi sehr viele Orbs an der Stelle. Wenn ihr bei Nummer 21 einen Charakter, dessen SA levelt, bekommt ihr 2 Sleeping Elder Kai. Wenn ihr einen Charakter auf 100% bekommt bzw. bringt, bekommt ihr 2 Stones. Wenn ihr das Frosch-Item benutzt, was wir farmen konnten aus der Piccolo Stage bzw. aus dem Namek Stage, dann bekommt ihr quasi hier so ein Ginyu, SR Ginyu. Wenn ihr das Extreme Sea Battle unter speziellen Bedingungen schafft, was ist diese spezielle Bedingung? Wenn ihr ab Level 25, Level 25 oder höher in unter 2 Minuten 50 schafft, irgendeine Stage davon, dann bekommt ihr 2 Stones. Und wenn ihr alle Missionen geschafft habt, Freunde, von Part 2, die neu reinkamen, und von Part 1, dann bekommt ihr an der Stelle nochmal 25 weitere Stones. Also macht auf jeden Fall das Ganze. Und zum Schluss, Freunde, wie gesagt, die ganzen Tournament of Power Story Events sind online. Schaut euch mal gerne rein, was ihr hier abschrauben könnt. Hab auch zu jedem dazu ein Video gemacht. Hier sind, wie gesagt, Kalifla, Kefler und ihre Medaillen auch zu Kale, Kalifla, Kefler, wie gesagt. Ansonsten, das ist neu hinzugekommen. Dazu möchte ich auch gerne was sagen. Das ist das letzte Story Event zum Tournament of Power. Hier könnt ihr unter anderem einen neuen Android 17 und 18 euch erfarmen. Free to play. Bei Free to play Charakteren an sich empfehle ich euch immer, holt sie auf SA10, ihr könnt da nichts falsch machen. Auf 100% müsst ihr sie nicht unbedingt bringen, solche Free-to-Play-Charaktere. Nehmt sie einfach, bringt sie auf SA10, sind ja Free-to-Play. Oder aber, ihr könnt sie auch benutzen für jeden anderen Android 18 oder Android 17 für die SA. Könnt euch da quasi schon mal wappnen oder da viele farmen, falls ihr mal in Zukunft vorhabt, zum Beispiel den MVP C17 zu summon. Ansonsten, so sieht das Ganze aus, die Stage. Könnt ihr mal gerne abchecken, es gibt Stones pro Stages, wie immer. Ansonsten gibt es die Medaillen für Ribrian. Ribrian ist noch nicht online, Ribrian wird aber online kommen. Mit dem Banner, sind wir auch gespannt, wann das Banner natürlich online kommt. Dann könnt ihr sie quasi awaken mit den Medaillen aus dem Story Event. Selbes gilt für diese C18 hier vom Tech-Type und Tech-C17. Und, ja, wie gesagt, auf Stage 1 droppen die Ribrian-Medaillen. Auf Stage 1 droppt auch die neue C18 Free-to-Play. Auf Stage 3 droppen die C18 Medaille, was wichtig hier noch zu erwähnen ist. Auf Stage 6 C17 Free-to-Play und auf Stage 9 die C17 Medaillen. Und ihr merkt auch schon, unser Akku geht gen langsam dem Ende. Aber wenn ich mal ganz kurz durchchecken kann, haben wir alles abgedeckt, was hinzukam, Freunde. So viel zu den Part 2 Celebration, so viel zu den Part 2 Missionen. Macht auf jeden Fall das Ganze. Wenn ihr alles macht, was ich euch gesagt habe, dann kommt ihr knapp. In der nächsten Woche bekommt ihr dann bis zu 200 Stones, wenn ich mich verrechnet habe, aber es sind auf jeden Fall sehr gute Stones, die ihr euch holen könnt. Und dann wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Erfolg beim Bannerstart. Wie gesagt, sollte in den nächsten 24 Stunden passieren, spätestens Freitag, 14.09. Sehr viel Glück, die in die Summen werden. Heute Abend sehen wir uns im Boss Rush. Wenn ihr Zeit und Lust habt, checkt im Streamplan aus, da sind die genauen Zeiten, genauen Daten. Ab 18 Uhr machen wir das Boss Rush. Und im Banner müsst ihr dann quasi die Augen offen halten auf meinen Social Media Kanälen. Die Links sind auch in der Beschreibung, wann ich genau wo online gehe, sobald das Banner online kommt. Bis dann, Freunde, wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.